Papi, tú te ves haciendo en tu cámara. Wo du auf die Welt gekommen bist, hat er gesagt, er will dann unbedingt den Kaiserschnitt filmen. Wenn ich jetzt an das Gefühl denke, ist das so wie gewisse Stämme oder so, die sagen, man darf mich nicht fotografieren, mir wird Zähl genommen oder so etwas. Komm zu mir, komm. Ja. Mein Vater hat immer gefilmt. Man konnte gar nicht einfach so spontan sein, sondern es ist immer wichtig, wie es dann auf dem Bild aussieht. Und das habe ich gar nicht gerne. Mir hat immer gesagt, vielleicht wirst du eines Tages einen Film daraus machen. Nie im Leben, habe ich gedacht. Was? Könnten wir nicht einmal einen Spaziergang machen? Mein Vater war Schauspieler und Regisseur. Er hat sein ganzes Leben durch die Linse beobachtet. Auf der einen Seite hat er alles dokumentiert, bis ins Detail. Und auf der anderen Seite hat er zentrale Themen 40 Jahre lang an uns vorbei manövriert. Hast du irgendeine Erinnerung, dass der Tod stattgefunden hat? Nein. Null. Wir waren beide traurig. Aber es war wie ein Tabu. Krass. Und wir haben das Gefühl, wir sind in einer heilen Welt aufgewachsen. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. C'est normal.